Das Märchen vom Berliner Großflughafen. Dabei habe ich extra mein Märchenbuch mitgebracht hier. Ich hatte vor, nach Havanna zu fliegen. Das mache ich ja mindestens einmal im Jahr. Aber es hat nicht geklappt. Ja? Schade. Ich wollte gerne mal wieder von Berlin direkt irgendwo hinfliegen. Das letzte Mal war es vor 25 Jahren hier von Schönefeld da hinten noch mit der Iljuschin. Scheinbar ist der Flughafen immer noch nicht fertig. Wir warten zwar schon seit über 1000 Tagen auf die Eröffnung, aber er war leider noch zu. Wir haben gehofft, hier würde wenigstens eine kleine Propellermaschine abheben, aber nichts war's. Doch der König wollte sich ein Denkmal setzen. Ein Flughafen, so groß wie der von Hessen-Nassau und so modern wie der im Freistaat Bayern, frohlockte er und ging emsig ans Werk. Nun ja, er ging wie alle großen Männer natürlich nicht selbst ans Werk, sondern beauftragte seine Lakaien damit, ans Werk zu gehen. Wir müssen als Steuerzahler die ganze Last zahlen. Das merkt der Bürger jetzt noch nicht, weil ja dieses Bürgen heißt ja, dass er erstmal in Zukunft dafür zahlen muss. Und noch ist das Geld ja nicht direkt aus seinem Portemonnaie geflossen. Aber wir werden dafür Jahre noch zur Kasse gebeten. Und ich denke, das Gleiche ist ja mit Griechenland auch ein Fass ohne Boden. Und wenn wir eines Tages, vielleicht in 10 Jahren, dann darüber nachdenken, sagen wir, hätten wir damals mal vielleicht früher uns gewehrt, der Normalbürger wie AfD-Leute machen das ja, wir sind ja angetreten, um zu wehren und das jetzt in eine neue Politik zu bringen. Dafür ist die AfD da und mein Auftrag ist auch hier dafür zu sorgen, dass die zur Rechenschaft gezogen werden, die das zu verantworten haben. Jede größere Baustelle mutiert irgendwann zur Klaustelle und das lassen wir uns nicht länger bieten, meine Damen und Herren. Wir sollten als Partei Farbe bekennen und sagen, das geht nicht so weiter. Wir können nicht alle immer aus der Verantwortung entlassen. Herr Gauland sagte es, die gehen mit dicken, fetten Pensionen in Rente und werden noch mit in Ehren verabschiedet. Und wir sind diejenigen, die das alles bezahlen müssen. Wir haben den Scherbenhaufen. Und ich habe die Zahlen mir mal aufgeschrieben, dass pro Monat 15 Millionen Kosten entstehen, solange der Flughafen steht. Das ist eine Menge Geld, 15 Millionen im Monat, oder? Wir als Bürger müssen uns eigentlich schämen für Deutschland. Wir sind eine der größten Industrienationen der Erde. Wir leben vom Export. Wir haben im letzten Jahr 1,1 Billionen exportiert. Und wenn ich irgendwo im Ausland war, habe ich manchmal darauf angesprochen worden, wie unfähig ist denn Deutschland geworden? Auf welchem Niveau sind wir denn heute? Und da gibt es eine Alternative. Und das ist unsere Alternative, die künftig dagegen vorgehen wird, dass es nicht so bleibt. Die Verantwortlichen müssen endlich zur Rechenschaft gezogen werden, meine Damen und Herren. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Flughafen war mal geplant mit einer Größenordnung von 1,7 Milliarden. Der ganze Flughafen sollte 1,7 Milliarden kosten. Er wird am Schluss 8 kosten und das sind schon die Zahlen, die man liest. Und wir alle wissen aus Erfahrung, wenn man die Zahlen schon liest, dann kann man gerne noch ein bisschen was draufsetzen. Es werden Millionen versenkt jeden Monat über einen Flughafen, von dem wir wissen, dass er jetzt schon zu klein ist. Sobald er mal eröffnen wird, wird man sich schon nach einer Alternative umsehen müssen. Und das ist eigentlich ein Skandal. Dieser Flughafen ist ein Regionalflughafen. Das ist kein Metropolenflughafen mit internationaler Anbindung. Nachtflugverkehr haben wir hier nicht möglich. Also ist ein regionaler Flughafen, mehr nicht. Und dafür ist er ganz schön teuer. Leider ist es auch so, dass wir noch keine Amtshaftung haben in Deutschland. Und das sind, glaube ich, Themen, die wir als AfD angreifen müssen. Wer im Management sitzt, muss wissen, dass er für das, was er tatsächlich tut, auch verantwortlich ist. Und wenn man heute, also ex post, die Leute in Haftung zu nehmen, wird wahrscheinlich schwierig. Aber wenn man heute Gesetze macht, dass ihr sagt, ihr seid für das Geld, was ihr tatsächlich hier ausgibt, verantwortlich und müsst Rechenschaft ablegen, dann wird auch eine neue Kultur einziehen. Herr Wowereit ist verabschiedet worden mit großen Ehren. Herr Platzig ist verabschiedet worden mit großen Ehren. Kein Menschen interessiert das. Alle Parteien waren daran beteiligt. CDU, SPD, Linke, Grüne in den verschiedenen Koalitionen. Keiner hat irgendwie Verantwortung dafür übernommen. Hauptsache immer so weiter. Keine Alternativen. Die Alternative sind alleine in der deutschen Politik wir. Und dafür stehen wir. Danke.
Auf dem Flughafen warten die Bürger noch heute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie auch noch morgen. Danke, danke. Ein tolles Märchen.